So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Transport Fever. So. Kohle. Kohle haben wir genug. Ich glaube, dass die da dazwischen nicht zusammenkommen mit den Lieferungen. Wir werden vielleicht noch ein paar Fahrzeuge kaufen, die einfach mal ein bisschen die Bauern unterstützen sollen. Wir haben ja das Geld. Beziehungsweise werden wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unterstützend für den Zwischentransport auswählen. Da werden wir vielleicht noch 2 dazu kaufen. Dann machen wir 3. 3 bei der Eisen. Bei der Brot könnten wir auch noch ein bisschen unter die Arme greifen. Es hilft nichts, wenn man da jetzt raufschickt, aber die kommen da nicht voran. Wow, jetzt haben wir echt viel Geld ausgegeben. Ich hoffe, dass sich das auch rentiert irgendwie. Alter Verwalter, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Momentan heißt es nur warten und da ist ein Stau in der Nähe, oder? Kann man nicht aus der Ding raus. Aus der Garage. Aber der Bauer hat natürlich echt leicht reden hier. Electronic Trolley. Ne, Electric Trolley. San Diego. Das sind, glaube ich, die Bimmelbahnen, die was da durch die... in Los Angeles oder wo das ist. Herumgurken. Die uralt Dinger. So, jawohl, das sind die 10, die kommen jetzt da an. Stau ist halt immer schlecht, aber was willst du machen? Du kannst leider nichts machen. Jetzt solltest du eine Autobahn bauen, die darüber fährt. Oder die Kreuzung anders setzen. Aber wenn man hier die Kreuzung ein bisschen anders setzt, dann wird das... Aber das kann ich erst, wenn sich das aufgelöst hat. Das sieht momentan nicht so danach aus, wenn es das... wenn das passieren würde. Jetzt ein bisschen Luft vielleicht demnächst. Dann könnten wir hier... Nee, ich darf nichts verändern, weil sonst ist die Ware weg. Wie
Dann könnte man mal die Linien angucken. So, der Zwischentransport bringt mir 100, 200.000. Alter Schwede, hey. Das Eisen auch 100.000 und die Bauer auch 100.000. Das zahlt sich aus. Also ich glaube, wir haben uns echt einen Volltreffer hier erwirtschaftet. So. Der nächste Step. Der nächste Step wird dann eben sein, dass wir den Personenverkehr zwischen Wilsbiburg und Neu-Ilsenburg erschließen. Weil ich glaube, dass das schon ziemlich weit ist. Dampflastwagen. Ja, wie cool ist denn das? Da, der Dampflastwagen hat 6 Kapazität. Kann schon 25 km/h fahren. Aber hat er in der Anschaffung, also in der Anschaffung erst viel mehr und auch die Erhaltungskosten sind mehr. Und jetzt habe ich schon wieder auf Mute gedrückt. Moment. So. Jetzt müsste es wieder gehen. Jetzt kommt wieder die Kohle an hier. Aber die ganzen anderen Fahrzeuge, die sind noch nicht da. Ja, der kann jetzt auch wieder mehr produzieren. Der bekommt nämlich jetzt die Kohle, die er braucht, um hier die Werkzeuge zu erzeugen. Und dann sieht das hier auch schon viel, viel besser aus. Und wir haben 1,25 Millionen und könnten jetzt schon langsam mal was zurückzahlen, weil sonst kommen wir von unserem Darlehen von den 2 Millionen nicht runter. Wir machen eine halbe Mille im Jahr. Holla die Waldfee. Was ist da für ein Stau? So, Vollladen einer Fracht natürlich. Wie sieht's aus? Schlecht. Schlechten Leuten geht's immer gut. Wird jetzt richtig, richtig, richtig Eisen verarbeitet und auch richtig viel Kohle rüber. Man wird schon wieder 300.000 erwirtschaftet. So, wie sieht es mit den Passagierlisten aus? Beziehungsweise ja, 16.000 plus 19.000, 3.000, die sind alle im Plus. Bis auf das Eisen. Ja, das Eisen ist ein bisschen doof. Aber so ist das halt. Ich glaube, da ziehen wir jetzt auch wieder an, weil wir die Kohle darüber liefern. Orangenwagen. Orangenwagen. Ja, mehr so. So. Es ist natürlich immer gut, wenn wir doppelt verdienen, beim Hin- und beim Zurückfahren. Aber da fahren wir halt einen richtigen Umweg dann zu dieser Stadt mit den Werkzeugen. Aber wir könnten mal gucken. Nee, nicht das Straßenfahrzeug. So, Wilsbiburg. Ja,
Ja, ist eigentlich relativ gut, muss ich dazu sagen. Der Nahverkehr ist mittelmäßig. Nahrung und so gibt es genug. Wie sieht es hier drüben aus? Ja, Nahrung ist halt nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, sind wir sehr gut unterwegs. Das heißt, wir können wieder eine halbe Mille zurückzahlen und sind jetzt beim letzten Darlehen, liebe Leute. Und alles, was wir dann erwirtschaften, geht sofort auf unser Konto und wird nicht mehr gegengerechnet mit irgendeinem Darlehen von irgendeiner Bank und Zinsen und weiß der Teufel. Ja, wir können stolz sein auf das, was wir hier geleistet haben. 100.000 fehlen uns noch zum Glück. Und dann dürfen wir wahrscheinlich schon wieder ein paar Fahrzeuge austauschen. Viertausend noch. 3.000. 6.000 im Plus zurückzahlen. Wir sind frei von jeder Schuld. Und haben es geschafft. So, und jetzt heißt sparen. Und sparen und sparen. Da würde mit Öl und Ding, da wäre der Kanister hinten. Und wo ist der Umwandler? Achso, der Umwandler ist da oben. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist wahrscheinlich ein Schiff daher, dann darüber zu transportieren. Schwierig. Wenn man Treibstoff, wir können dann ja hier Treibstoff verschiffen oder verschicken. Wir hatten erst unsere Schulden bezahlt und jetzt haben wir schon wieder eine halbe Mille am Konto. Ja, so schnell geht das. Auf jeden Fall war es das auch schon wieder von dieser Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.